So ist das Licht quasi auf Automatik. Das Licht schaltet jetzt zwischen Aus- und Abblendlicht, das Licht, mit dem wir normalerweise fahren, hin und her. Man kann es auch ganz ausmachen, indem man auf 0 dreht, dann sehen wir hier nichts mehr. Also Automatiklicht, Standlicht, damit fahren wir nicht, Abblendlicht, Nebelscheinwerfer vorne, auch schlecht Wetterleuchten, deswegen haben wir da so eine Wolke. Wenn wir einfach schlecht sehen, können wir das anmachen. Nebelschlussleuchte, die darf nur eingeschaltet werden bei einer Sichtweite unter 50 Meter durch Nebel. Dann haben wir noch unser Fernlicht. Dazu betätigen wir quasi, wir drücken den Blinkerhebel von uns weg und sehen hier drin eine blaue Kontrollleuchte. Wenn der Prüfer fragt, woran sehen wir, dass die Nebelschlussleuchte eingeschaltet ist? An der blauen Kontrollleuchte. Wenn wir den Blinkerhebel zu uns ranziehen, machen wir sie wieder aus, oder wenn wir ihn ganz ranziehen, können wir eine Lichthupe geben. Ja, das Problem ist, wenn wir am Tag bei der Prüfung das Fernlicht anmachen sollen, ist das Licht ja eigentlich aus. Das heißt, das Fernlicht lässt sich nicht einschalten. Das heißt, wir müssen bei der Prüfung auf Abblendlicht stellen und jetzt können wir den Fernlichthebel betätigen. Das liegt daran, weil auf Auto das Licht bei Tage, wenn es hell ist, wie es wahrscheinlich bei der Prüfung sein wird, sich das Fernlicht nicht einschalten lässt. Deswegen dann extra auf Abblendlicht stellen, Hebel drücken, Fernlicht ist an, die Welt ist schön. Ansonsten stellen wir es auf Automatik und fahren. Wichtig auch immer darauf achten, ob die Tachobeleuchtung an ist, weil wenn das Licht aus ist, ist auch hier dunkel. Wenn wir im Tunnel reinfahren und wir sehen da den Tacho nicht mehr, ist das Licht aus. Alles klar. Das war der Automatik. Ja? Der Unterschied ist einfach, wir haben hier unten Druckknöpfe, anstatt dass wir den Schalter rausziehen beim Schalter.